Atelier. Atelier. Es riecht nach Lack und Terpentin. Farbtöpfe stehen herum. Und Matthew Davis arbeitet auch mit dem Pinsel. Aber einen Maler kann man den Berliner Briten trotzdem nicht nennen. Magisch hinterlässt er seine kreisrunden Spuren wie Fußstapfen im Sand. Manchmal fühlt er sich dabei wie ein Aborigine, der den Malriten seiner Ahnen folgt. Punkt für Punkt. Seine Methode ist einzigartig. Keiner macht so etwas wie er. Malerei ohne Malen. Eher wie Notentupfen auf die Partitur bringen, bis zu 18 Lagen übereinander. Es dauert Monate. Es ist dem Kochen ziemlich ähnlich. Ja, man muss nur die richtigen Zutaten zusammenbringen. Man nehme ein buntes Motiv, deckende Glanzlackfarben, einen dünnen Pinsel und jede Menge Zeit. Es ist eine Fleißarbeit. Es ist meditativ. Ich respektiere den natürlichen Charakter von Farbe. Obwohl ich einen Pinsel benutze, verteile ich sie nicht oder mache gestische Bewegungen damit. Ich möchte, dass die Farbe die Form einer Flüssigkeit behält. Ihre Einheit in einem Tropfen. Die Dynamik und Bewegung in Matthew Davis' Farbpunktmalerei ist scheinbar wie gemacht für den runden Fußballtaumel. Aber um reale Nachbildungen seiner von Fotos abgeleiteten Motive geht es nicht. Ich versuche nicht, ein Fußballstadion abzubilden. Ich möchte vielmehr das Erlebnis darin spüren lassen, wie man sich dort fühlt. Den Lärm der Massen, die Stimmung, vielleicht sogar den Geruch. Manchmal lässt er die Farbe einfach auf das Bild tropfen. Wie lebendige Zellen entwickelt sie dann ein Eigenleben und fördert ihren Verursacher heraus. Ein Spiel? Wirklich schwer zu sagen. Ich kämpfe mit den Farben. Sie fordern mich heraus. Ich mag, wenn sie wie Blut das Gemälde durchdringen. Oder wie die Sonne die Wolken durchbrechen. Im Rausch, psychedelisch. Die Bilder pulsieren unter den Farben. In Berlin-Kreuzberg seit Jahren, nach dem Kunststudium in England mit Familie zu Hause, sucht er mit Elektromusiker und Sammlerfreund Mathis Moats nach Ereignissen und Motiven, die den Thrill, wie Davis es nennt, seiner Bildinhalte anregen. Musik, Clubs, Nachtleben, Licht, Menschenmassen. Vielleicht das Ganze etwas trancehaftes. Wenn man sich eine stille Seeoberfläche vorstellt, die von Regentropfen berührt wird, so verhalten sich auch meine Farbtropfen. Sie sollen die Oberfläche durchdringen. Ich möchte diese glänzende, zerbrechliche Außenhaut, das Materielle der Dinge durchbrechen und in das Innere vordringen. Matthew Davis' Musikerfreund Mathis Moats sagt, manche Oberflächen sehen aus wie von einem gefährlichen Virus befallen. Aber erschreckend ist vielleicht eher der offene, mikroskopische Blick in das Innere der Dinge. Die Bilder sind sezierend, zeigen, wie sich alles aus molekularen Einzelteilen zusammensetzt. Unüberschaubar, geheimnisvoll. Das Ganze nur mit Abstand zu begreifen. Normalerweise, wenn ich 2-3 Wochen nach Beendigung eines Bildes immer noch damit zufrieden bin, ist es fertig. Ich rühre es nicht mehr an, auch wenn manches nicht perfekt ist. Es kommt ein Zeitpunkt, an dem man weiterarbeiten und dem Bild sein eigenes, freies Leben schenken muss.